Plötzlich entdeckt sie zwei Goldbarren im Briefkasten. Marina Hoffmüller kann ihr Glück kaum fassen. Ein Unbekannter spendet ihr Gold im Wert von 6.000 Euro. Das war wie ein Sechser im Lotto. Ich glaube, so kann man das einfach sagen. Das war der Hammer. Marie sichert sich erstmal ab. Die Goldbarren sind echt und sie darf sie behalten. Die selbstständige Tagesmutter aus Delmenhorst investiert in neues Spielzeug, neue Bücher und in den Garten für die Kinder. Ich habe auch diese Goldbarren gekriegt und habe sofort angefangen einzukaufen, weil das musste einfach sein. Und die Kinder haben sich super gefreut darüber und für mich ist es natürlich auch richtig schön, weil die Kinder viel entspannter seitdem sind. Wer der edle Spender ist, ist nicht bekannt. Aber er ist vermutlich Wiederholungstäter. Schon in dieser Grundschule ganz in der Nähe hat der Unbekannte wohl einen kleinen Goldbarren gespendet. Wer auch immer es ist, dieser Mensch hat offenbar ein großes Herz für Kinder.